Hallo zusammen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ja, unser Smart ist da und heute zeige ich euch in einem ganz kleinen, kurzen Take einmal, wie der aussieht. Wir gehen mal hier runter, ihr folgt mir mal oder geht mal mit mir mit aus meinem Büro, Studio, Office raus in die Garage und dann drehe ich hier mal die Kamera um. Und da ist er, Smarty Boy. So, jetzt ist das Licht an in der Garage. Smart 4x4 Electric Drive. Hier mit Plakette vorne drin. Kann man kaum sehen, ne? Hier, genau, da. EQ44. Black, black. Komplett schwarz, außen wie innen. Hat jetzt so Ganzjahres- oder Winterreifen drauf. Drinnen auch schwarz und lädt schon auf. Leider ist das mitgelieferte Ladekabel sehr kurz, da die Ladestation da drüben hängt, muss das so einmal ums Auto rum. Das ist schon zu kurz, der Wagen muss nachher ganz dicht an die Wand ran und das ist jetzt das Ladekabel von meinem Tesla, anders ging es halt nicht. Ja, was mir aufgefallen ist an dem Auto, erstens, man muss die Türen schon ziemlich zuhauen, damit die zugehen. Das ist das eine, was ich bemerkt habe. So ein bisschen so elegant zuklappen, wie man das sonst so macht. Dann ist die gar nicht wirklich zu. Und dann ist leider bei der Auslieferung ein Instrument kaputt. Und zwar ein recht entscheidendes. Ich steige mal hier ein. So. Schon 97 Kilometer gestern gefahren. Da. Dieses Zusatzinstrument da oben, das ist leider kaputt. Zeigt mir doch an, wie der Akkustand ist und ob ich piep und da oben tut sich nichts. Tot. Das muss leider noch gewechselt werden. Und weil das Kombi-Instrument da oben im Moment leider kaputt ist, kann ich im Moment nur mit dieser Anzeige fahren. 46 Kilometer Restreichweite hat das Auto noch. Grob geschätzt würde ich sagen, 80 bis 100 Kilometer ist so die Reichweite bei diesen Minustemperaturen. Was enorm was schluckt, ist die Heizung. Sobald du die anmachst, hast du 20 Kilometer weniger Reichweite auf der Uhr. Das macht sich also wirklich ganz, ganz deutlich bemerkt. Ansonsten hier drin alles super einfach, als Zweitwagen absolut ideal. Hier hat er so einen kleinen Automatik, Klima, ganz einfaches Radio. Und natürlich werde ich den Wagen auch für euch normal testen und fahren, so wie es sich für 163 Grad gehört. Ich zeige euch noch mal kurz den Kofferraum, so als kleinen Schnellschuss hier. Das ist nicht viel. Aber so als kleine Stadtflitzer reicht es. Hier ist das Ladekabel aufgerollt. Wie gesagt, das ist, glaube ich, nur 3 Meter lang. Das ist eigentlich viel zu kurz. Da muss man den Wagen wirklich unmittelbar neben der Ladesäule parken. Und auch hier Smart EQ 4x4. Ja, das zu unserem Neuzugang. Das zu unserem Neuzugang in der 163 Grad Garage. Natürlich machen wir einen ausführlichen Test und Drohne und so wie ihr das von 163 Grad kennt, wenn das Wetter da draußen ein bisschen besser ist, dann zeige ich euch den mal ganz ausführlich. Thank you.